überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalde zu treffen, MacReady. Ich habe mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock. Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest. Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Falls du es vergessen hast, ich bin kein Gunner mehr. Ja, hab davon gehört. Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, solange du noch kannst. Was? Sag mir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, MacReady. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl. Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer in Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja. Das war's. Komm, Barnes. Hör zu, Lady. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Mag sein. Erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese Typen. 2 Vollpfosten, die die Erfolgsleiter rauf wollen, indem sie auf dem Weg nach oben auf alle anderen treten. Das sollte dich aber nicht überraschen. So ist das nun mal bei den Gunnern. Du tust so, als sollte ich wissen, wovon du redest. Vielleicht ist es besser, wenn du es nicht weißt. Ich möchte nicht, dass der Gestank von Winlock und Barnes auf mich abfärbt und mir die Kundschaft vergrault. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Gar nicht. Es ist Teil des Risikos, nicht wahr? Da kann man wohl nichts machen. Weißt du was? Der Preis ist 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefeilscht wird nicht. Was meinst du? Man kann immer feilschen. Wie wär's mit 200? Du bist ein zäher Verhandlungspartner. Aber okay, meine Knarre gehört dir. Dann mal los, Boss. Verschwinden wir von hier. Was willst du? Was meinst du? Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. Was denkst du über unsere Beziehung? Keine Ahnung. Bisher habe ich dich noch nicht umgelegt. Mach mir kein schlechtes Gewissen, weil ich deinen Platz eingenommen habe. Nichts ist schlimmer, als ein Kind zu verlieren. Glaub mir, ich weiß das. Ich hoffe nur, dass ich das niemals erleben werde. Tut mir leid, das zu hören. Good Neighbor hatte langsam seinen Reiz verloren. Klingt, als wäre es da für dich ziemlich hart gewesen. Hart? Das ist noch milde ausgedrückt. Sagen wir es mal so. Es ist nicht sehr erholsam, ständig mit einem offenen Auge zu schlafen. Trotzdem war es für mich der optimale Arbeitsplatz. Die Schläge aus Diamond City hätten mich aus der Stadt gejagt. Und allein durch das Commonwealth zu ziehen, ist nicht empfehlenswert, wenn die Kronkorken fehlen. Kronkorken sind ziemlich wichtig. Das sagt sich so leicht. Aber im Moment brauche ich jeden Kronkorken, den ich kriegen kann. Ich hoffe, du steckst nicht in Schwierigkeiten. Nein, nicht unbedingt, aber normalerweise plaudere ich nicht so aus dem Nähkästchen. Aber du warst mir gegenüber offen, also bin ich es dir gegenüber auch. Es sind diese beiden Idioten, mit denen ich im Third Rail gesprochen hatte. Winlock und Barnes. Die sind seit Monaten hinter mir her und das vertreibt die Kunden. Niemand will mit mir zu tun haben, wenn sie hören, dass ich einmal bei den Gunnern war. Und ich dachte mir, dass ich mich mit genug Kronkorken vielleicht freikaufen könnte. Ich würde denen nicht trauen, auch wenn du sie bezahlst. Ja, sehe ich genauso. Winlock und Barnes werden ständig von einer kleinen Gunner-Armee begleitet. Könnte sein, dass sie einfach die Kronkorken behalten und mir eine Kugel in den Kopf jagen. Wenn ich einen Treffpunkt vereinbare, kommen sie sicher in voller Stärke angerückt. Es sei denn, vielleicht könnten wir beide ihnen einen kleinen Besuch abstatten und sie ausschalten, bevor sie wissen, wie ihnen geschieht. Und schau nicht so. Ich würde dich nicht einmal fragen, wenn ich dir nicht vertrauen würde. Ich bin da, wenn du meine Hilfe brauchst. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich gesagt, konnte ich mich seit meiner Kindheit auf niemanden mehr verlassen. Jeder, den ich traf, wollte mich entweder übers Ohr hauen oder mir ein Messer in den Rücken rammen. Aber du bist anders. Wir sind bei den meisten Dingen einer Meinung. Und ich habe da so ein Gefühl, dass es dir nicht egal ist, was mit mir passiert. Deshalb habe ich dich um Hilfe gebeten. Weißt du was? Ich mache es dir einfach.
Wenn du mir hierbei helfen willst, kommst du rüber zum Autobahnkreuz Mass Pike und wir erledigen sie. Wenn nicht, nehme ich es dir auch nicht übel. Auf jeden Fall danke dafür, dass du es dir angehört hast. Schön zu wissen, dass es dir nicht egal ist. Was gibt's? Hallo. Hier, damit solltest du eine Weile durchhalten. Was meinst du? Tagsüber werden wir unsere Ziele definitiv einfacher sehen können. Was meinst du? Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. Mich über nichts beschweren, aber auch über nichts wirklich begeistert sein. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Wir würden uns wohl besser vertragen, wenn du hin und wieder auf mich hören würdest. Hey, hast du kurz Zeit? Was hast du auf dem Herzen? Was meinst du? Hier draußen ist es ruhig. Zu ruhig. Oh Mann, das wollte ich schon immer mal sagen. Was denkst du über uns? Keine Ahnung. Bisher habe ich dich noch nicht umgelegt. Reicht das? Was denkst du, wie es so zwischen uns läuft? Ich weiß nicht wirklich, wie gut wir uns verstehen. Darüber müsste ich wohl erst nachdenken. Die Ghana jetzt wissen, dass sie mir vom Leib bleiben sollen. Ja, das sollte deutlich genug sein. Sehr gut. Für die Ghana geht es immer ums Geschäft. Sie haben gerade die ganze Gegend hier verloren. Und das hat sie eine Menge gekostet. Außerdem können sie gar nicht wissen, dass ich etwas damit zu tun hatte. Auf jeden Fall schulde ich dir jetzt einen Gefallen. Schließlich hast du mich angeheuert, aber ich habe dich hier rausgezerrt. Du schuldest mir gar nichts. Du hattest eindeutig Hilfe nötig. Klar, aber mir ist es immer lieber, dass alles ausgeglichen ist. Und im Moment hast du was gut. Weißt du was? Ich gebe dir die Kronkorken zurück, die du mir in Good Neighbor gezahlt hast. Ich bleib trotzdem weiter bei dir, da das unsere ursprüngliche Abmachung war. Aber jetzt sind wir quitt. Hier, bitte. Hier sind wir wohl fertig. Was meinst du? Ich würde 100 Meilen weit gehen, wenn ich wüsste, dass am Ende ein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Was denkst du über uns? Ich weiß nicht wirklich, wie gut wir uns verstehen. Darüber müsste ich wohl erst nachdenken. Habt ihr doch gesagt, dass ich ein verdammt guter Schütze bin. Ich bin tatsächlich beeindruckt. Ja, das dachte ich mir. Hab mir alles selbst beigebracht, musst du wissen. Mit 10 das erste Scharfschützengewehr bekommen. Und dann ging's los. Mir kam es immer sicherer vor, Ziele aus der Distanz zu bekämpfen. Ich meine, warum ein Risiko eingehen, stimmt's? Außerdem musste ich alle Register ziehen, um das Ödland der Hauptstadt zu überleben. Kann mir schon denken, wie schwierig das da draußen gewesen sein muss. Naja, zumindest war ich nicht allein. Lebte unterirdisch mit ein paar anderen Kindern zusammen an einem Ort namens Little Lamplight. Mit 16 ging ich von dort weg. Es gab dort eine Regel. Keine Erwachsenen. Mit 16 Jahren war es Zeit zu gehen. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber Erwachsenen konnten wir damals einfach nicht vertrauen. Wie konnte ein Haufen Kinder ohne Hilfe überleben? Jeder hat seinen Teil beigetragen. Wie bei jeder anderen Kolonie hatte jeder seine Aufgabe. Und wir haben aufeinander aufgepasst. Kannst du dir vorstellen, dass ich eine Zeit lang sogar Bürgermeister dort war? Ich? Verrückt, ich weiß. Hört sich sinnvoll an, denke ich. Heute ist überhaupt nichts mehr sinnvoll. Man schlägt sich einfach durch, so gut es geht. Auf jeden Fall war ich dann 16 und bin eine Weile im Ödland der Hauptstadt umhergezogen. Hier und da habe ich Gelegenheitsjobs angenommen. Aber die stählerne Bruderschaft hat mit eiserner Hand regiert. Also ließ ich mich von einer Karawane nach Norden mitnehmen und bin schließlich hier gelandet. Hatte mir einen recht guten Namen gemacht und dann gehört, dass die Gunner Scharfschützen suchten. Der größte Fehler meines Lebens. Sie waren Tiere. Haben alles getötet, was sich bewegte und ihnen in die Quere kam. Ich habe eine Weile mitgemacht, weil die Bezahlung gut war. Aber dann setzte mir das doch zu. Also hörte ich auf. Und das bringt uns zur Gegenwart. Da hast du's also. Mein Leben im Schnelldurchlauf. Hört sich an, als wäre die Straße ein einsamer Ort. Bis man jemanden trifft, mit dem man alles teilen kann. So habe ich das noch nie gesehen. Vielleicht fühlt es sich deshalb so richtig an, dir das alles zu erzählen. Schau, ich weiß, dass ich ein echtes Arsch... ich weiß, dass ich oft arrogant wirke und es den Anschein hat, dass ich lieber allein wäre. Aber so ist es nicht. Allein zu sein macht mir wirklich Angst. Jetzt, da wir schon eine Weile zusammen reisen, wird mir langsam klar, wie sehr es mir gefehlt hat, jemanden zu haben, auf den ich mich verlassen kann. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich alles tun werde, damit das auch so bleibt. Nun,
Das war alles. Hoffentlich hat es dir was gebracht. Mir auf jeden Fall heute. Perfektes Reisewetter. Was meinst du? Hoffentlich gehen die guten Zeiten noch eine Weile weiter. Das tun sie nur selten. Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Mir gefällt, wie du die Dinge in letzter Zeit angehst. Hoffentlich bleibt es auch so. Was denkst du über uns? Wenn es darauf ankommt, hätte ich dich gern auf meiner Seite. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ich hatte nie die Gelegenheit, mich richtig für deine Hilfe gegen Winlock und Barnes zu bedanken. Wir sind Freunde. Du musst dich nicht bedanken. Gut. Ich wollte es trotzdem sagen. Du hast deinen Hals für mich hingehalten und so ein Ich meine, so etwas vergesse ich nicht. Es macht mir übrigens nichts aus, wenn du fluchst. Hatte ich auch nicht gemeint. Es geht nicht um dich. Es geht um ein Versprechen. Als ich das Ödland der Hauptstadt verließ, blieb nicht nur Little Lamplight zurück, sondern auch meine Familie. Hatte eine wunderschöne Frau namens Lucy und einen Sohn namens Duncan. Ihm habe ich das Versprechen gegeben. Ich wollte für ihn ein besserer Mensch werden. Hört sich wohl echt dämlich an von einem Kerl, der beruflich Leute umlegt. Wirklich guten Grund gehabt haben, sie zurückzulassen. Das sage ich mir auch immer wieder. Mein Sohn, er ist krank. Ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt. Eines Tages spielte er in den Feldern hinter unserem Hof. Und am nächsten Tag hatte er Fieber und blaue Pusteln am ganzen Körper. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er zu schwach zum Gehen. Ich wollte ihn nicht mitnehmen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie lange er noch durchhält. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ein paar Monate, bevor wir uns trafen, begegnete ich einem gewissen Sinclair, dessen Kumpel sich angeblich irgendeine Krankheit eingefangen hatte. Ich dachte, dass er nur meine Zeit vergeudet, bis er sagte, sein Partner hätte blaue Pusteln. Sie hatten sich Informationen über ein Heilmittel an einem Ort namens MedTech Research beschafft, hatten sogar die Sicherheitscodes des Gebäudes. Leider ist Sinclairs Kumpel gestorben, bevor sie dort einbrechen konnten. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, oder? MedTech ist garantiert der richtige Ort. Hör nicht auf. Wenn es ein Heilmittel gibt, werden wir es finden. Danke, Partner. Ich markiere MedTech Research auf deiner Karte. Begib dich einfach dorthin, wenn du bereit bist. Ich habe alle Codes, die wir für die Sicherheitsanlagen brauchen. Was du da tust? Noch nie hat jemand so viel für mich getan. Auch wenn es den Rest meines Lebens dauert. Ich werde meine Schuld begleichen. Das schwöre ich. Trainiert Sinclairs Code, sonst sind wir am Arsch. Gott sei Dank hat das funktioniert. Gehen wir runter ins Untergeschoss. Dort sollte MedTech das Heilmittel unbewahren. Je eher wir das Heilmittel finden, desto schneller sind wir hier wieder weg. Nimm das hier, wir haben es geschafft. Wir haben Duncan gerade eine Überlebenschance verschafft. Ich weiß nicht, ob ich das je wieder gut machen kann. Ich stehe tief in deiner Schuld. Mir geht es nur darum, dass dein Sohn wieder gesund wird. Das weiß ich doch. Ich will nicht immer nur nehmen, sondern auch geben. Vielleicht bekomme ich das eines Tages ja hin. Aber jetzt müssen wir noch das Heilmittel zu Daisy in Good Neighbor bringen. Sie hat Karawankontakte. Nur ihr traue ich es zu, das Mittel rechtzeitig zu Duncan zu bringen. Das ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitten werde. Versprochen. Gehen wir. Dein Kumpel MacCready hat hier in Good Neighbor einen Ruf als guter Schütze mit mieser Laune. Daisy. MacCready, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Du gehst mir doch wohl nicht aus dem Weg. Wie könnte ich jemand so süßem wie dir aus dem Weg gehen, Daisy? Du bist ein lausiger Lügner. Aber ich spiele jetzt einfach mal dumm und tue so, als wüsste ich das nicht. Also, was wolltest du? Ich hab es, Daisy. Ich hab das Heilmittel für Duncans Krankheit gefunden. Oh mein Gott, das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Wie hast du das geschafft? Bei deinem letzten Versuch hätten dich die wilden Ghule fast aufgefressen. Ich war nicht allein. Mein Partner hier hat mir geholfen, in MedTech zu überleben. Jetzt muss das Heilmittel nur noch zu Duncan. Kannst du mir dabei helfen? Natürlich, MacCready. Du hast mir mehr als einmal den Hintern gerettet. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Schon in Ordnung, vertrau mir. Ich schwöre, dass Duncan das Heilmittel bekommt. Wenn MacCready dir vertraut, ist mir das gut genug. Ich weiß das zu schätzen. Er ist eigentlich gar kein so schlechter Kerl, wenn man ihn genauer kennt. Das Heilmittel kommt auf die erste Karawane, die das Commonwealth verlässt. Der Fahrer schuldet mir ein paar Gefallen. Und er ist zuverlässig. Wird nicht lange dauern, bis es bei dir zu Hause ist, MacCready. Danke. Du bist ein Schatz. Hey, tu mir einen Gefallen. Pass für mich auf MacCready auf. Er ist einer von den Guten. Ganz ehrlich sagen, mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber.
Was denkst du über unsere Beziehung? Mir gefällt, wie du die Dinge in letzter Zeit angehst. Hoffentlich bleibt es auch so. Was denkst du, wie es so zwischen uns läuft? Ich würde sagen, im Moment sind wir ein echt gutes Team. Hey, tut mir wirklich leid. Wir können auch gerne gehen, wenn du möchtest. Ich lass dich allein. Mal kurz. Ich glaube, wir müssen reden. Was hast du auf dem Herzen? Das nagt jetzt schon eine ganze Weile an mir. Ich habe den richtigen Moment abgewartet, mit dir zu reden. Und jetzt ist wohl ein guter Zeitpunkt. Du hast mir geholfen, Duncans Heilmittel zu beschaffen. Ich schuld dir was. Und ich begleiche immer meine Schulden. Hier, nimm das bitte. Ich weiß, dass eine geschnitzte Soldatenfigur eine seltsame Belohnung ist, aber sie bedeutet mir sehr viel. Wenn sie dir viel bedeutet, ist es ein wertvolles Geschenk. Danke. Sehr gern. Aber verlier sie bitte nicht. Meine Frau Lucy hat sie mir geschenkt, als wir uns kennenlernten. Ich hatte mich als Soldat vorgestellt. Und sie hat sie für mich gemacht. Habe es nie übers Herz gebracht, ihr die Wahrheit zu sagen. Dass ich nur ein bezahlter Killer bin. Was Besseres als die Soldatengeschichte ist mir nicht eingefallen. Ich wollte sie nicht verlieren. Du hattest sicher die besten Absichten. Ich dachte mir schon, dass dir das klar ist. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Wir machten eines Nachts den Fehler, uns in einer Metrostation zu verschanzen. Wussten nicht, dass es dort von wilden Ghulen wimmelte. Sie schnappten sie, bevor ich meine Waffe ziehen konnte. Zerfetzten sie vor meinen Augen. Ich konnte nichts für sie tun. Ich konnte mit Mühe und Not mit Duncan in den Arm fliehen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir mit ihr gestorben wären. Du hast zwar deine Frau verloren, aber deinen Sohn gerettet. Das ist doch auch etwas. Mag sein. Ich weiß es nicht. Verdammt. Lucy fehlt mir. Egal wie schlimm die Dinge standen. Sie war immer da mit einer Schulter, an die ich mich anlehnen konnte. Das gab mir den Mut, den ich brauchte, um weiterzumachen. Um nicht aufzugeben. Als sie starb, dachte ich, dieses Gefühl wäre für immer verloren. Und dann traf ich dich. Du trägst die Probleme der Welt auf deinem Rücken und hilfst mir trotzdem bei meinen. Du hast eine Schulter für mich. Wie einst Lucy. Ich möchte nur, dass du weißt, wie wichtig mir unsere Freundschaft ist. Ich hatte mir erhofft, dass das, was wir haben, mehr als nur Freundschaft sein könnte. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe uns nie in diesem Licht gesehen. Was ist mit deinem Mann? Ich weiß, dass er tot ist, aber du liebst ihn doch noch, schwierig, nicht wahr? Schwierig für mich wird, glaube ich, dass ich unsere Beziehung hinbekommen könnte. Kaum zu glauben, dass du solche Gefühle mir gegenüber hast. Ich weiß, wie riskant es war, dir meine Gefühle einfach so zu beichten. Aber jetzt, da ich deine Gefühle mir gegenüber kenne, war es das Risiko definitiv wert. Zum ersten Mal in meinem Leben läuft alles richtig. Und das habe ich dir zu verdanken. Ich glaube nicht, dass irgendwer auf der Welt sich ein größeres Geschenk wünschen könnte. Danke. Hallo, schöne Frau. Was meinst du? Alles wird gut, solange wir nur zusammenbleiben. Was denkst du über unsere Beziehung? Du weißt selbst, dass unsere Beziehung noch nie so gut war wie jetzt. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Ich möchte mit dir gemeinsam durchs Leben gehen, bis ich sterbe. Ist das deutlich genug? Was meinst du? Mann, ich könnte echt eine Zigarette vertragen. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Der Tag, an dem du mir deine Liebe gestanden hast, war der schönste in meinem Leben. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Dich in meiner Nähe zu haben, macht mich glücklicher, als ich es je zuvor war. Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Mit dir an meiner Seite kann ich es mit der Welt aufnehmen. Es gibt keinen stärkeren Bund. Hätte nie gedacht, dass man mit Mutterbären sowas anstellen kann. Was denkst du über uns? Du weißt selbst, dass unsere Beziehung noch nie so gut war wie jetzt.